Hallo liebe Camper, hier ein kleines Video mal wieder von Mika Caravan. Ich möchte euch hier nochmal ein Fahrzeug vorstellen, den S65 SL von der Firma Sun Living. Ein wunderschönes Fahrzeug, das steht hier bei uns, ist ein Gebrauchtfahrzeug, super ausgestattet. Mit ganz tollen Features. Ich fange jetzt einfach mal außen an, weil ich gerade hier schon stehe. Mach mal hier die Garage auf. Tolle große Heckgarage. Natürlich beleuchtet, klar. Auch beheizt. Sehen wir da hinten. Ne? Der kleine Schieber für die Luftheizung. Dann haben wir hier ein gut zugängliches Gasfach. Zwei 11 Kilo Flaschen. Verbaut mit Truma Control und Crash Sensor, wie sich's gehört. Natürlich auch mit zwei Gasfiltern, immer zu empfehlen, wenn man die Duo Control verbaut hat, weil die Flüssigkeiten im Gas oder das Gas in den Flaschen nicht unbedingt immer das sauberste ist und damit der Kühlschrank nicht wirklich verstopft, die Brenndüse und alles astrein funktioniert, empfiehlt sich immer einen Filter vorzuschalten. Dann sehen wir hier schon, haben wir auch einen Fahrradheckträger. Da ist er, für zwei schöne Fahrräder. Ist auch nicht allzu hoch montiert, kommen wir schön hoch. Auch verbaut eine Rückfahrkamera entsprechend. Ist wunderbar zugänglich, der Radträger. Das Fahrzeug ist Baujahr 2019. Wir haben hier auch eine schöne Markise verbaut von der Firma Fiamma, die F45S. Das Fahrzeug ist ja Baujahr 2019 und hat einen großen Vorteil, weil es wirklich toll ausgestattet ist. Wir sprechen hier von einem Fiat Ducato. 2,3 Liter, hier steht's, mit 150 PS, also da steckt da ein toller Motor drin. Ich bin dann selber schon gefahren, lässt sich super schön fahren. Dann haben wir hier noch ein kleines Feature, worauf ich gerne eingehen möchte. Die Außenbeleuchtung ist nicht direkt über der Tür, für mich ein ganz wichtiger Punkt, sondern neben der Tür, damit sich die ganzen Insekten einfach neben der Tür aufhalten. Ganz wichtig, damit ich, wenn ich reingehe, durch die Fliegentür, weil die muss ich ja dann zwangsläufig kurz aufmachen, keine Insekten mit reinnehmen. So, schauen wir mal ins Innere des Fahrzeuges. Hier haben wir ja eine wunderschöne Dinette. Dementsprechend Fahrer und Beifahrer sitzen natürlich zum Drehen, klar. Ein Automatikgetriebe. Lässt sich super schön fahren, muss ich wirklich sagen. Ganz toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Macht richtig Spaß. Schönes Raumgefühl darin, großzügiges Raumgefühl, tolle Ambientebeleuchtung. Oh, die hellen Oberschränke finde ich richtig klasse. Links und rechts noch ein paar Staufächer, alles schön mit Stoff bezogen, also richtig toll. Hier gleich ein ganz toller Kleiderschrank, wo man richtig viel Sachen reinbringen kann. Ganz tolle Geschichte. Oben Kleiderbügel, ne? Also wo man Kleiderbügel reingehen mit Ausziehstange, auch ganz toll. Entsprechend macht richtig Spaß. Hier oben nochmal ein kleines Fach, super schön. Ja, hier oben haben wir eine kleine Schalttafel verbaut. Von der Truma-Bedienung über das Schaltpanel noch zwei Steckdosen. Dann haben wir hier noch ein kleines Fächle für Deko dementsprechend. Gehen wir in den Küchenbereich, auch wieder großzügige Schränke, wenn man die aufmacht. Schöne Griffe zum Reinlangen, richtig großzügig gestaltet. Ein Fachboden drin, passt richtig schön viel rein. Drei Flammkocher, schön angeordnet, hat natürlich auch den Vorteil zur Spüle hin, dass dementsprechend, wenn man was überkocht, gleich in die Spüle abläuft. Auch wunderbar. Tolle Einzelbetten, wo man natürlich auch hier den Mittelstich noch ausziehen kann.
und die Matratze reinlegen kann, damit man näher beisammen liegen kann, wenn man das möchte. Dann haben wir hier schöne Stufen zum Einsteigen ins Bett. Oh, richtig bequem. Hier haben wir auch noch ein ganz tolles Thema, einen richtig schönen Fernseher mit einer richtig tollen SAT-Anlage verbaut. Von der Firma Megasat. Tolle Sache, Megasat. Passt zu dem großen Fernseher. Auch hier wieder große Stauräume, kann man überall rein. Echt klasse. Tolles cremefarbene Dekor, auch wunderschön. Dann haben wir auch noch kleine Staufächer hier im unteren Bereich. Hier unten drin. Ja, ist jetzt ein wenig dunkel, weil ich habe schon die Lichter ausgemacht da drin. Überall hier Boden in Bodenklappe noch, wo man hier im Boden noch Sachen unterbringt. Da hinten in der Stufe hat man auch noch eine Klappe drin. Schauen wir mal, geht es? Genau, jetzt. Hier haben wir nochmal die Bodenklappe, genau. Und hier haben wir nochmal in der Stufe das auch nochmal Klappe zum Aufmachen. Voilà. Wo auch nochmal richtig was reinpasst. Schuhe oder sonstiges. Dann haben wir hier ein ganz besonderes Teil, und zwar ein Raumbad. Finde ich richtig schön, weil wenn man das zumacht, hat man hier ein richtig, richtig großzügiges Raumgefühl. Weil der Mittelgang richtig schön breit ist zum Durchgehen. Richtig toll. Und wenn man dann reingeht in das Bad, zieht man das einfach rum. Und dann hat man hier das schöne Badezimmer. Genau, mit der Toilette, Dusche, alles machbar. Kleiner Duschvorhang, damit natürlich hinten nicht alles so versuppelt. Und relativ leicht zu pflegen. Zum Duschen nimmt man einfach unten das Brett raus, dann läuft da alles gleich ab mit zwei Abläufen. Wunderbar gemacht. Alles super. Wenn wir jetzt hier mal reingehen. Genau, dann können wir auch mal kurz den Spiegelschrank hier öffnen. Voilà. Da bietet sich viel Platz, um seine Utensilien unterzubringen. Auch hier schön Regale mit Reling. Und alles, was wir hier drin sehen, ist alles natürlich im Preis mit inbegriffen. Dann haben wir hier nur einen kleinen Kulturbeutel. Der war auch dabei. Nagelneu noch. Nicht benutzt. Ja, zu den Extras. Wir haben hier eine Solaranlage verbaut. Wir haben hier eine große Satellitenschüssel verbaut. Wir haben hier unter dem Fahrersitz einen Tresor verbaut. Filmen wir mal gerade über das Blatt drüber. Genau. Wir haben auch einen Gaswanner verbaut, entsprechend, und einen Ladebooster. Das alles ist im Fahrzeug schon dabei und verbaut worden. Wirklich tolle Geschichte. Das ist ein Euro 6, hat 22.000 Kilometer. Ja, die ganzen ganz normalen Geschichten, das Paket Drive Travel mit ASR, ESP und so weiter, haben wir ja da oben stehen, Klimaanlage, hier alles, Nebelscheinwerfer und, Instrumenten in Chromfassungen, richtig schick, tolle Geschichte. Mit dem Fahrzeug kann man schön reisen. Das Tolle ist, er hat wirklich viel Platz, bietet ein ganz tolles Raumgefühl. Ist ab sofort abzugeben. Steht hier bei uns in Dinkelsbühl in der Halle. Da kann man den auch anschauen. Steht schön im Trocknen. Ist ein toll gepflegtes Fahrzeug. Haben zwei Damen gefahren. Immer schön mit Liebe behandelt. Schauen wir außen noch mal kurz. Ja, das ist auch cool. Wir haben hier noch einen kleinen Sitz, den kann man ausziehen. Da kann man sich an die Dinette nur mit ransetzen oder man kann das natürlich auch noch reinfahren. Und dann haben wir hier noch mal ein tolles Fach,
Ideal, wenn man einsteigt, kann man hier gleich seine Hausschuhe drin haben oder beziehungsweise seine Straßenschuhe reintun. Also ideal. Also toll gemacht. Schönes Dekor. Passt super gut zu den cremefarbenen Fronten. Schaut richtig klasse aus. Warm, nicht so kalt, nicht so modern. Also kann man sich richtig schick und gemütlich machen da drin. Finde ich ganz toll. Natürlich die ganz normalen Dachlugen. Vorne ein großes, auch sehr schön, Panorama-Glasdach. Auch schick, genau. Das Fahrzeug ist unfallfrei. Rucks. Bereifung ist nur top. So sieht er von vorne aus. Also richtig schick. Also macht richtig was her. Wenn ihr Interesse hättet, jederzeit könnt ihr uns telefonisch kontaktieren oder ganz einfach mal vorbeischauen, wenn es auf dem Weg liegt und das Fahrzeug in live anschauen. Wupp, jeder soll die gleichen Chancen haben. Und ja, wie gesagt, das Auto ist abzugeben, bei Interesse einfach durchrufen. Wenn noch was fehlt an Informationen, weil ich kann natürlich im Video nicht immer alles gleich wiedergeben, ist das überhaupt kein Problem, reiche ich euch nach, bei Bedarf überhaupt kein Thema. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Start ins neue Woche, ins neue Wochenende und immer schön gesund bleiben. Bis bald, tschüss.